Seite. Hans von die ersten Lieder von was ich von ihm gespielt habe, weil es mich sehr berührt und weil es immer wieder aktuell ist. Immer und immer wieder. Sie sagten, er ging von Nürnberg her, der Sprecher im Boot. Auf dem Marktplatz standen sie um ihn herum, sie begafften ihn dort. Die einen raunten, er ist ein Tier, die anderen fragten, was will er hier, und dass er sich doch zum Teufel schert, so jagt ihn der Wald. Tränen und Wirre, sein Gang ward geweiht. Sind diese arme Irre, hat vom Teufel gesäumt. Der Pfarrer reicht ihm einen Grub, er sauft hinaus in einen Zug. Der drängt nicht vom Geschirre, denn hat die Wölfin gesäumt. Schulmeister war. Trat zu ihm, trotz manch bösem Wort, ringsherum aus der Schar. Ja, er sprach zu ihm ganz ruhig, der Sturm öffnete den Mund, er stammelte die Worte, heiße Kaspar, heiße Kaspar. Mein Vater nahm ihn mit ins Haus, heiße Kaspar. Seine Kleider aus und sie schnitten das Haar. Ja, lesen lehrte mein Vater ihn, lesen und schreiben und es schien, was man ihm lehrte, zog er in sich auf, wie gieriger war, wie gieriger war. Zur Schule gehörte zu dieser Zeit noch der Sittingerfeld. Wir pflügten zu zweit, bald war alles gestellt. Wir hegten und pflegten jeden Keim, wir brachten im Herbst die Ernte ein, von den Leuten von allerlei, von deren Unterwelt, von deren Unterwelt. Ein Wintertag, der Schnee lag frisch, es war Januar. Meine Mutter rief, nun komm zu Tisch, das Essen ist da. Mein Vater sagte, Appetit, wir warteten auf Kaspar Schritt. Mein Vater fragte mürrisch, wo bleibt Kaspar? Wo bleibt Kaspar? Wir suchten und wir fanden ihn auf dem Pfad bei dem Fels. Der frische Schnee wehte über ihn, sein Gesicht war entstellt. Die Augen angst voll aufgerissen, das Hemd war blutig und zerrissen. Erstochen hatten sie ihn dort am Mittingerfeld. Dort am Mittingerfeld. Der Polizeirat aus der Stadt füllte ein Formular. Erinnern ihn in seiner Naht, sprach der Vikar. Das Sittingerfeld liegt lang schon brach, nur manchmal bellen mir die Hunde nach, dann streu ich Blumen auf dem Pfad für Kaspar.